zu Pony Stories. Nee, die kennt keiner. Ich bin auch genauso ratlos wie zuvor, wie wir den Cube verdauten. Hier hinbringen. Damit wir durch die Tür gehen können. Das Problem ist, wir brauchen das ja, um hier angezogen zu werden. Nein. Wenn ich den blauen Strahl habe und das auch so, werde ich dann oben durchgedrückt. Die Frage ist, wie komme ich dann da oben hin? In erster Linie. Ich könnte natürlich... Vor allem, ey. Erstmal... So komme ich nicht wieder zurück, oder? Verdammt, wie komme ich zurück? Diese Preisfrage. Vielleicht kann ich mir ja den Strahl zunutze machen, um den Cube da runter zu bekommen. Ja, was würde mir das bringen? Weil nur so wird er dann angesaugt werden. Durchs Fenster. Wie mir das bringt. Ich nichts. Okay, ich da auch. Weiter? Nein. Bitte da an der Seite. Was bringt es mir nur? Glaube ich, zu hoch, um den Kopf herauszunehmen. Dass er lang gestoßen wird. Oder? Gehen wir noch mal zurück. Wir gucken uns das Spektakel nur mal von der anderen Seite an. Irgendwas müsste ich übersehen. Die Frage ist was. Kann ich die Kamera einklicken? Tschüss, Kamera! Kann ich die Kamera nicht einfach da drauflegen? Das ist nicht zu gebrauchen. Ja, sonst hätte ich hier einfach den Cube hingestellt, auf den Cube drauf und dann ab in den Strahl und schnell den Cube hoch mit den Strahl genommen. Aber hey, was soll's. Das klappt nicht. Du gibst mir nur einen Cube. Thank you.
Oder ist das vielleicht so gedacht, wenn der da drauf liegt? Ich da oben bin, dass ich dann mit Hilfe meiner Portale den Strahl da oben so umlenken muss, dass der im Wasser landet und resettet wird. Ich den Cube dann irgendwie Seite bekomme. Laden wir nochmal und ding, ding, ding. Bin hin. Also, was bringt es mir, wenn ich den Cube vernichte? Dann haben wir ein anderes Problem, und zwar wird gegen die Wand gedrückt und das bringt mir nicht wirklich was. Muss ich damit irgendwas arbeiten? Angenommen, ich bringe den Cube dazu. Böse. Moment. Ich mach gerade umständlich. Ah, die Rätsellösung ist viel einfacher. Umständliche Gedanken, aber hey, ich hab's ja noch gesehen. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon in den letzten. Aber hey. Hey, Mel. You have no idea how hard it is to move around here. Anyway, remember those old turrets from all the way at the bottom of the facility? Those guys have no security systems installed. It should be really easy to reprogram them to destroy Aegis instead of humans. If we go down to a turret production line, we might be able to produce friendly turrets. Yeah! I'm different! I'm different, Türme! Quell! Was aktivierst du da hinten? Meine Seele wird programmiert. Deine Seele. Deine Seele. Du gibst mir einen Cube, der ins Wasser fällt. Halleluja. Kann ich das irgendwie unterbinden? Ach, so würde ich sagen. Dieser ganze Müll, der im Weg ist. Du machst das hier hoch. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Doch, es ist schlecht, ganz schlecht, Chakern. Was haben wir hier so? Ah, ich verstehe.
verstehe. Der Knopf da hinten sorgt doch dafür, dass die eine Hälfte des Tores aufgeht. Das heißt, ich brauche einen Knopf da hinten. Direkt auf rein! Wie gut! Was ist das? Die andere Frage, wo soll überhaupt der Laser hin? Hier könnte ich das umwuschteln. Den Strahl. Was haben wir dahinter? Eine gute Frage, Chicken. Wie komme ich überhaupt da hoch? Nicht so ab. Wohl, nein. So werde ich runtergesaugt. Him. Mr. Cube. Kommt doch mal auf der anderen Seite. Ich rette dich! Keine Sorge! Gib mir ein blaues Ding! Sektor Nummer 1 befindet sich! Ein Knopfhebel-Ding. Auflösungsgitter deaktiviert. Und hier oben muss der Laser hin. Lasers! Was machst du überhaupt? Ah, du bist für die andere Seite der Tür zuständig. Und du bleibst dauerhaft? Moment mal! Wozu kriege ich einen Laser-Cube, wenn ich einfach nur einen Cube brauche, um ihn darauf zu stellen und... Wenn der Cube da drauf steht... Den habe ich da oben schon. Autsch. Ja. Da muss ich noch irgendwie einen Cube darüber bekommen. Da ist die Sache schon gegessen. Hier unten kann ich das Portal setzen, gut. Dann brauche ich dann nicht mit dem Strahl mehr nach oben zu gehen. Andererseits brauche ich den blauen Strahl, um wieder da andere Seite zu kommen, oder? Muss du gerade mal runtergehen. Ich dachte jetzt irgendwie von hier, das wäre nein. Jo, ne? Noch mehr Vögel. Vogelsetsch. Ich. Unten. Herr Champ.